gather onward. Have to keep going. Undead crushed underfoot. The Dawn Lord certainly knows how to make space for new life. So the Githyanki aren't fond of the cultists. Could be a good thing. Oh, was ist da oben drin? Aber da sind Gegner drin. Ich glaube, ich sollte normal reingehen. Within the artifact, a feeling stirs. Uncertainty. Your curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away from the Githyanki. They're hunting you. They want the artifact. They'll stop at nothing to take it from you. What do you mean, too drunk? Huh? Dass die alle immer nicht ihre Lager aufräumen, ey. Das schaut immer so aus, so saumäßig aus. Mama, das sind ja nur Kobolde. Ah, komm schon. Explodieren Kobolde eigentlich? Was ist hier los? That kobold reeks of spirits. Fire could be explosive. Oh. Another step forward. Boah, Alter, was haben die geworfen? Ah, egal, drauf. Swift and lethal. Oh, shit. Scheiße, da unten ist ja auch nochmal einer.
Alter, was war denn das jetzt? Die haben sich so voll laufen lassen, dass die explodieren, Alter. Das ist ja mal auch eine geile Sache. Plünderer, Plünderer. Ja, es ist eher, es explodiert, egal ob hier eine Kiste war oder nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich im Eimer. Kann ich da oben laufen? Ah. Not how that might be worth a look. All right, what now? Is someone crying? Prime spot for an ambush. Gremischka. Sind ja überall. React well to magic. Better be careful with my spells. Time to strike. My path be true. Survival is all that matters. My turn. Weil die Leute kämpfen wir gleich zu dritt, Mann. Schön, wenn ihr alle auf den Haufen geht. Magieallergie Pantherverwandlung. Let's go. Stufenaufstieg.
I've got it. Swift and lethal. Still breathing, despite everything. Haha, Treffer! Alter, wer hätte denn gedacht, dass die so ausflippen dann? Trank des Sprechens mit Tieren. Ich habe schon wieder vergessen, mit dem Ochsen zu reden, ne? Light on my feet. Should get some rest. I need to keep sharp. Parabeln von dem Dämmermeister. Okay. Muss ich aufmachen. Herbstkrokus, Blutstein. Grimmischkannest. Okay. Das müssen wir aufmachen. Das Spiel, ne? Boah, ich drücke auf Pause und es funktioniert. Aber da ist noch ein Grimmischkannest. Bild der Verkleinerung. Dunkelsichts-Stinkwolke. Wow. Hä? Tagebuch seines Mönchsnovizen. Es gehen Gerüchte um, dass Gestienke in der Region gesichtet wurden. Der innere Zirkel der Dämmermeisters hält uns für ahnungslos, aber niemand spricht noch von etwas anderem. Was wollen sie? Sind sie vielleicht hinter dem Blut her? Wie sollen sie überhaupt davon erfahren haben? Ich finde es aufregend, wenn die Gestienke tatsächlich angreifen, besteht die Chance, dass wir die Lanze abfeuern. Es gäbe ich nicht darum mitzuerleben, wie Lassanders Licht von Rosenmorgens Dach herabschießt. Bruder Wellan behauptet, dass er es schon einmal gesehen zu haben und es war angeblich so hell, dass er fast erblindet wäre. Er sagt, es lässt sich glücklicherweise nur schwer abfeuern. Aber wenn wir feuern, werden die Gestienke nicht wissen, was ihnen geschieht. Oder wie es ihnen geschieht. So, die müssen wir natürlich auch machen. Wobei, kann ich die zerlegen? Fuck. Hallo? Hä? Also. Mist. Ey, das Spiel, ne? Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, dass ich es so verdient habe. Ah, ich habe sogar noch einen verwendet. Scheiße. Wow, Gladen funktioniert. Messebuch denkt der Gründung des Klosters Rosenmorgen. Bei all meiner Sünde wurde mir erst jetzt bewusst, dass ich in letzter Zeit meine Aufzeichnungen vernachlässigt habe. Nein, wir waren nur einmal beschäftigt. Scharmützel, Relikt war zu
Er schlug mit einem Hammer aus purer Leere gegen die Bernsteinhöhle des Bluts und beschädigte unser heiligstes Relikt. Als wäre ihm die Blasphemie dieses Akts bewusst, leuchtete das freigelegte Blut in unverwüstlichen Glanz und zerblies die Horde der Schariten zu einem Berg von Staub auf dieser nun heilige Erde, die wir durchkämmen mussten. Das Relikt war zu instabil, als dass wir es nach Harp hätten zurückbringen können. Wir haben einfach Kapellermesser rum und schlossen das Blut in die Stelle der Keule des Rechtschaffenheit ein, eine Waffe gegen jene, die im Schatten lauert. Um sie von der lüsternen Sakrileg des Diebschleis zu bewahren, musste unsere einfache Kapelle ein herrliches Kloster werden, in der wir das Blut mit noch größerer List als zuvor verstecken wollten. Ich kann es kaum fassen, dass wir ein solches Artefakt zuvor an einem offensichtlich und leicht zugänglichen Ort aufbewahrt haben. Leider, aber Latandas Licht versenkt die Fehler der Vergangenheit und führt in eine wahrlich glückliche Morgendämmerung. Okay. Ich hasse das Spiel, Alter. Ah, jetzt funktioniert's. Parallel von Dämmermeister Vazeid. Wirkendes Buch, das mit einer illustrierten Seite über Dämmermeister Vazeid beginnt, wie er zu Pferd gegen eine Meer aus Scharitenklerikern auszieht. In einem erhobenen Hand hält er seine getreue Streitachse und ihre scharfe Klinge leuchtet in Latandas Licht. Okay. Da geht's auch bloß in denselben Raum, ne? Da vorne ging's ja nochmal nach oben, naja, hier. Hä? Riesenadler. Uralter Gedenkekrieger. Oder wäre ich von oben auch noch gekommen, dass ich die scheiß Tür gar nicht knacken brauche? Aber die haben hier scheinbar sowas, irgendwas wie eine Superwaffe, ne? Rostiges Langschwert. Stufenaufstieg. Darf ich jetzt auch zweimal angreifen? Je nach Zauber halt. Zauber. Auswählen. 4. Plage. Pflanzen sind empfindlich gegen diesen Zauber. Sie würfeln mit Nachteilen, leiden auch bei Erfolg halben Schaden. Auf Untote und Konstrukte. Dimensionstür. Teleportiert dich und höchst ein Verbündeter an eine Stelle, die du sehen kannst. Der Verbündete darf höchstens mittelgroß sein. Tier beherrschen. Ewarts schwarze Tentakeln aus dem Boden machen ihn zu schwierigen Gelände, greifen Kreaturen darin an und ersticken sie. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Aber ich finde die beide geil. Plage 8 bis 64 ist halt schon sauübel. Verbannt dein Ziel vorübergehend auf eine andere Existenzebene. Tier an deiner Seite kämpfen. Immer ist Schaden erleidet, führt es einen weißer Trennungswurf gegen die Beherrschung durch dich aus. Das ist die Frage, das da? Oder das da? Nekromantie-Zauber. Bis zu 9 Meter, 6 Meter. Ne, ein 6 Meter Radius, 18 Meter weit. Stärke-Rettungswurf. Ich glaube, ich nehme das da. Schauerliche Aufrufung? Okkulten Wissen, was für unheilvolle Beschwörungsformel zutage gefördert. Die anhaltende magisches Wissen, Buch der uralten Geheimnisse. Magische Rituale in deinem Buch der Schatten schreiben. Du hältst die Zauberstrahl der Übelkeit, chromatische Kugel und Stille. Du kannst diesen Zauber einmal pro langer Rast wirken, ohne dafür Zauberplätze nutzen zu müssen. Fürchterliches Wort, du kannst einen Hexenmeister-Zauberplatz Verwirrung wirken. Fleischbildhauer. Verwandlung. Versumpfen.
Verlangsamen, Zeichen der schlechten Umwelt. Du kannst einen Hexenmeister bloß Fluch wirken. Rüstung, verwirrischer Einfluss, Teufelsicht. Tatkraft, du kannst falsches Leben als Zauber. Okay, Maske für den Gesichter. Gibt es fünf Schicksale. Verderben wirken. Verderben zielt auf bis zu 3 Kreaturen und sie halten ein Malus von 1 bis 4 auf ihre Angriffswürfe und Rettungswürfe. Lieber das da, oder? Stufe 1 Zauber, Stille. Cool. Bleiben noch 5 Level. Es wäre bloß cool, wenn sie halt auch zweimal angreifen könnte. Domänenzauberliste, Dimensionstür und Verwandlung. Ich habe keine Ahnung, was Domänenzauber sind. Oh, enough waiting. I crave blood. Unterklassenmerkmal. Überlegenheitswürfel. Wie 8, du hast davon einen auf der Kämpferstufe. Manöver. Ablenkender Schlag. Du kannst das Ziel ablenken und deinen Verbündeten bei ihrem nächsten Angriffswürfel gegen das Ziel einen Vorteil verschaffen. Tetzle Beinarbeit. Du kannst Angriffen ausweichen, indem du Gegner oder Nahkampfangriffen gegen dich in einer Runde lang im Nachteil sein lässt. Verbrauch deinen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlich 1d8 Schaden wirkt. Wähle beim Treffer aus, welche freundlich gesinnte Kreatur die erste Bewegungsrate als Boni erhält. Der zusätzlich 1d8 Schaden und das Ziel möglicherweise verängstigt. Stoßangriff. Sammeln. Riposte. Die Waffe rasch in einen weiten Bogen, greife mehrere Gegner zugleich an. Fällender Angriff hört sich gut an. Und ablenkender Schlag. Weil ablenkender Schlag ist halt in dem Sinne gut, wenn nicht die Karlak nach mir kommt, dass ich dann halt den ablenken kann. Und dann die Karlak mehr draufhauen kann. Vor allem bei starken Gegnern ist das wahrscheinlich echt gut. Wilder Instinkt. Du hast dein Instinkt aufs Äußerste geschärft. Du hältst einen Bonus plus 3 auf Initiative und kannst nicht überrascht werden. Ja, geil, Alter. Das ist mal richtig gut. No time to rest. Swift as my feet can carry me. Alter Riesenadler. Riesenadler. Toter Kobold. Speichern. Ich glaube, den Kampf machen wir noch und dann muss ich mal aufhören. Warte, ich komme da nicht mal vorbei, sehe ich gerade. Ah, da komme ich hoch. Verdrehte Ranken, ja. Ah, das ist mit verdrehte Ranken mein. Nicht so geil. Ah, ich hab mit Tieren reden. Hab ich das noch? Ich verachtungsvoll. Dich in den Hängen vom Adler wegdrehen und tun, als wärst du nicht am Nest interessiert. Fuck. Ach, komm schon. Letzte Inspiration auch noch reißen? Naja, komm, scheiß drauf. Das Spiel hasst mich einfach. Fuck you. Ich hab auch mit Tieren sprechen wieder weg, Alter. Das kotzt mich schon wieder an. Das fuckt mich nämlich ab. Warum geht das Tiersprechen überhaupt weg? Das ist doch total Scheißdreck. Wenn man diese Fähigkeit hat, sollte das eigentlich immer automatisch dran sein, weil das hört ja nicht auf.
Dem Nest tue ich nichts versprochen. Intruder! In my nest! This area was meant to be safe! Xavier, get behind Mommy! Überzeugen, ich will nur das große Ding haben. Dem Nest tue ich nichts versprochen. Sehr gut. Überzeugen ist schon besser. Fine. Xavier! Xavier! Don't talk to it! It might have germs. Hey, ich wollte denn. It's calling for help. Keep focused. Hä? Ich dachte, ich darf das Ding da drin haben. Das laden wir jetzt nochmal, weil das stört mich jetzt. Warum hat denn das nicht funktioniert? Ich habe doch mit dir geredet. Ich wollte das Ding in dem Nest haben. War das nicht das Teil? Wobei der Adler auch ziemliches Arschloch ist, ne? Fass es nicht an, das könnte keiner mehr haben. Dumme Mistsau. Ist das das, was man abfeuern kann? Ach scheiße, jetzt bin ich voll neiglarsch. Und ich muss mal meinen Kumpel wiederholen. Ich vergesse immer, den wieder zu holen. Fuck you. Achso, ich darf das Zeug gar nicht mitnehmen. Okay, ich will ehrlich sein, ich will das haben. Geht nicht anders. Ich will diesen Scheiß Hammer haben. Alter. Nee, nicht benutzen. Got it. Schön auf Stufe 4, wobei. Alter, was hab ich da alles? Verwandlung. Ein grün und harmloses Schaf. Fluchbrechen.
Und jetzt hat? Oh! Scheiße! Bloody birds calling for help. Scheiß arroganter Adler. Oder kann man runterklettern? Ich will wieder oben weitermachen. Ach ja, warte mal, ich muss mir den Hammer anschauen. Zeremonienkriegshammer. Fünf fürs 14, macht's nicht besser. Auf der Hüte des Glaubens. Alter! Da bräuchte ich, hier müsste ich die Dinge entzaubern, ne? Aber machen wir dann das nächste Mal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Baldur's Gate 3. Bin gespannt, ey. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das scheiß Kloster so groß ist. Das hätte man fast verpasst, wenn wir jetzt dann den Mondaufgangturm gemacht hätten, ne? Da geht's auch nochmal runter. Geht's da hinten hoch? Scheinbar. Geht's da runter? Oh, fuck, Alter. Was für ein Level. Ich meine, es scheint nicht so groß zu sein, weil es hier um die Krippe geht, aber ja. Egal, macht's gut und Servus.